Guten Morgen. Happa, happa, Fütterungszeit. Ja, Frühstück. Alles klar. Gut, tschüss. Ich mache Schoko-Events. Mich können Sie buchen. Und wir können Sie jetzt vorab probieren. Für nur 2 Euro. Wollen Sie mal probieren? Was kostet das Spaß? 2 Euro. Aber warten Sie mal. Ich hab da noch was. Ich liefere auch frei aus. Hast du noch? Ey, diese Frau, ne? Absolut. Ehrgeiziges Schokoladenprojekt wird zu einem totalen Desaster. Alter, jetzt kommt die Polizei. Das ist die Irre, die mich beschossen hat. Mich hat sie gerade auch total eingesaugt. Mich eben auch. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Können Sie uns erklären, was Sie hier machen? Ich mache ein Schoko-Event, also ich mache Werbung für meine Schokoelfe. Aha. Haben Sie denn eine Genehmigung für den kleinen Stand hier? Ist ja immerhin eine Sondernutzung. Eine Genehmigung? Nee, die habe ich. Einen Namen? Nee, den gebe ich Ihnen nicht. Also das ist Datenschutz. Also, nee, ja, also Sie haben nichts dabei, womit Sie sich ausweisen. Dann müsste ich Sie bitten, dass Sie uns begleiten auf die Wache. Ja, aber warum denn? Ich tue doch überhaupt nichts. Ich hätte recht, dass die Polizei die abführt. Ja, den sollte man einsperren, nie wieder rauslassen. Also, der ist schon lange ablaufen und den verliere ich sowieso immer. Also, Sie haben verloren. Nichts dabei. Wo wird ihr zum Verhängnis. Justizvollzugsanstalt übergeben. Mit ihrer schokoladigen Geschäftsidee ist sie zu einer Gefahr für die Allgemeinheit. Ja, wenn es so im Knast aussieht, als wenn man da so rumlaufen muss, Alter. Die sieht aus wie so ein dickes Zebra. Gut, tschüss. Oh, das ist aber nicht so dummes Geschmack. Entschuldigung, da fehlt aber was. Was fehlt denn da? Ja, die Schokolade. Welche Schokolade? Schokolade fehlt. Ja, ich meine, Schokomüsli, ein Schokobrötchen oder wenigstens ein Kakao. Gibt's nicht. Nur das, was Sie da sehen, okay? Sonst nix. Aber Schokolade ist doch ein Grundnahrungsmittel. Ich hab recht. Schokolade ist doch ein Grundnahrungsmittel. What the fuck? Ich will das nicht essen. Aber ich bin kurz vorm Verhungern. Da bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Mm. Haferbrei-Suppe. Haferbrei-Suppe. Junge Dom, damit nimmst du zu wenigstens mal ein bisschen was ab, Alter. Nur wenige Minuten später. Nun ist die Tante Marianne zu Besuch bei der Domme im Gefängnis und hat ihr etwas mitgebracht. Du willst aber kein Buch. Du liest das Buch, du willst ein Buch. Du liest das Buch, du willst ein Buch. Du liest das Buch, du willst ein Buch. Nein, ich möchte kein Buch. Du liest das jetzt, mach das auf, verdammt nochmal. Nein. Du liest das jetzt, mach das auf, verdammt nochmal. Hallo. Hallo. Bitte dich, Pferde gehören in die Lasagne. Oh. Die schmuggelt Schokolade in den Knast in einem Buch. Andere schmuggeln so Waffen, Drogen, irgendwas. Nee, Domme kriegt Schokolade. Tante Marianne ist genial. Jetzt muss ich aber ganz vorsichtig sein, dass der Wärter nichts mitbekommt. Oh, oh nein. Alter, das... Ey... Das brennt mir wieder die ganzen Gehirnzellen aus. Hallo, hallo, hallo. Was habe ich dazu gesagt? Ich habe eine halbe Stunde. Diese dumme, gierige Nuss. Jetzt krieg ich vielleicht noch eine Anzeige. Lol, die heißt Kleps mit Nachnamen. Das wusste ich gar nicht. Ich will hier bestimmt nicht landen. Am besten noch mit Domme in einer Zelle. Die frisst mich doch auf. Alter. Junge Marianne teilt wieder aus. Sie kommen jetzt mal mit, Fräulein. Oh nein. Haben Sie da noch irgendwas im Mund? Oh, Domme. Mund auf. Nein. Mund auf. Bah, ich will das gar nicht sehen. Was ist das denn? Was um alles in der Welt ist das denn? Kokoriegel. Da, schon wieder. Das ist so ekelhaft. Mann, es reicht mir jetzt. Ich will Schokolade. Nein, ich will Schokolade. Nein, Schokolade. 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 Hören Sie auf, den Aufstand an. Sie können jetzt. Fliegt da auch noch so eine Klopapierrolle? Oh, die anderen Häftlinge wollen Schokolade. Und jetzt hat er einen Aufstand an der Backe. Schokolade! Schokolade! Oh, jetzt hab ich aber die Faxen, Dicke. Jetzt komm hier rein, setz dich dahin! Oh, mich hier anzuketten, das bringt gar nichts. Wenn der hier weg ist, dann beiß ich das einfach durch. Na, echt? Hier heute. Jetzt muss ich die ganze Abend Überstunden machen, da wir heute Geburtstag. Das ist Folter! Ist mir doch egal! Oh.
Also hier werden schon Sachen eingeblendet, weil die Folge jetzt gerade vorbei ist. Ehrlich gesagt, habe ich auch genug gesehen. In den Tags steht sogar mein Name drin. Okay. Datenschutz, also. Okay. Ja.